So, ihr Lieben, ich philosophiere noch gerade ein bisschen über eine Frage, die Jesus einer bestimmten Frau gestellt hat und an die ich heute Morgen nicht erinnert wurde, aber die ich heute Morgen gelesen habe. Und ich nehme euch mal ein bisschen rein in meine Gedanken. Die sind halt jetzt nicht so abgerundet, sondern ein bisschen offen. Die Situation ist folgende. Im Lukas-Evangelium wird das beschrieben. Jesus kommt gerade von einer Reise eben zurück, wo er bei dem Gerasener war, dort in der Gegend, wo er diesen besessenen Menschen da geheilt hat und die Dämonen ausgetrieben hat. Und dann kommt er wieder über den See Genezareth zurück und dort hält er eine Rede, eine Predigt. Viele Menschen erwarten ihn. Und dann kommt dieser Synagogenvorsteher Jairus zu ihm, bittet ihn ganz schnell zu kommen, da seine Tochter in den letzten Zügen liegt und sterben wird. Und Jesus geht mit. Er hat ja manchmal auch Fernheilungen gemacht, dass er einfach gesagt hat, brauche ich gar nicht mit hingehen, geh du zurück hier zu deiner Tochter. Bei der Phönizierin war das oder bei dem Hauptmann. Aber hier geht er eben mit. Und dann kommt es zu dieser Begegnung, da ist diese Frau, die seit 12 Jahren an Blutfluss gelitten hat und die halt wirklich alles investiert hat, ärztliche Hoffnung reingesetzt hat und so weiter. Und die diesen Glaubensschritt geht, wenn ich ihn nur kurz berühre, wenn ich ihn nur anfasse, obwohl sie das ja absolut nicht durfte, sie überschreitet da ein riesiges Tabuthema, aber sie tut das. Und Jesus bleibt ja dann stehen, dreht sich um und stellt diese Frage, wer hat mich berührt? Und das ist die Frage, über die ich ein bisschen gedanklich gekreist bin eben. Warum stellt Jesus diese Frage? Dass er diese Frau bloßstellen möchte, ein bisschen, wer hat mich da berührt und du darfst das ja gar nicht, das ist klar, das möchte er nicht. Warum hat Jesus diese Frage gestellt? Die Frau, viele von euch kennen die Geschichte, eben muss er dann, also erstmal sind die Jünger um Jesus rum und sagen, falsche Frage, du müsstest eigentlich fragen, wer hat dich noch nicht berührt? Überall drängen dich die Leute, wie kommst du auf so eine Frage? Jesus bleibt aber nicht knallhart, aber er bleibt stehen. Und während Jairus da die Krise kriegt, weil es geht ja um Minuten, regelt Jesus erstmal die Sache. Wer hat mich da berührt? Und ich glaube, er gibt einfach hier einer Person die Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben. Die Frau merkt ja dann eben, dass sie jetzt antworten muss und steht dann da vor Jesus, fällt vor ihm nieder und sie erzählt ihm ein bisschen von ihrem Leiden. Und das ist ja immer noch eine größere Krise für Jairus. Also wenn jemand mal anfängt, über sein Leiden 12 Jahre lang zu berichten, auch wenn es eine peinliche Situation ist, ihm zerrinnen ja die Minuten in den Händen und Jesus steht und redet und die Frau redet und so weiter. Also eine ganz prekäre Situation, aber dann erzählt diese Frau von ihrer Not und was sie dahin getrieben hat. Und dann sagt Jesus ihr ja zu, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden, du bist gesund und der Friede Gottes geht mit dir. Ich glaube, dass Jesus die Frage gestellt hat, um dieser Frau diese Möglichkeit zu geben. Wenn er einfach weitergegangen wäre, die Frau wäre auch gesund gewesen, denn die hat das in dem gleichen Augenblick gemerkt, dass der Blutfluss vorbei war. Aber sie hätte nicht die Chance gehabt, wirklich etwas zu sagen, was in ihrem Leben drin war. Und das ist eine gute, tolle Möglichkeit eben bei den ganzen Fragen. Ich habe euch ja gesagt, Fragen führen ein Gespräch, aber Fragen geben den Menschen auch die Möglichkeit, über die Situation nachzudenken, selbst zu einer Antwort zu kommen. Ein guter Coach zeichnet sich ja darin aus, dass er mehr Fragen stellt, als Antworten gibt. Also wenn er immer ständig alles sagt, mach das, mach jenes und du musst nur da und dahin, dann ist er kein guter Berater, sondern er muss Fragen stellen. Und der Mensch kommt selbst auf die Antworten. Das hat Jesus bei dieser Frau getan und sie hat erzählt, sie hat
Zeugnis gegeben und hört dann von Jesus: Geh nach Hause, du bist gesund, der Friede Gottes, Shalom Gottes begleite dich. Was du daraus lernen kannst, weiß ich nicht genau, aber vielleicht denkst du immer wieder bei diesem fragenden Jesus daran: Hey, Frage, Frage, Frage. Gib nicht zu schnelle Antworten, zu schnelle Meinungen. Das habe ich jetzt öfter schon gesagt, aber in diesem Zusammenhang nochmal die Erinnerung. Frage dich in das Leben von Menschen. Lass Menschen selbst auf Antworten kommen. Gib du nicht immer alles vor, sondern frage hinein. Gib Menschen die Möglichkeit, dass sie selbst zur Erkenntnis kommen, dass ihnen selber ein Kronleuchter aufgeht, dass ein Fenster aufgeht für ihre Seele, was auch immer hinter der Frage steht. Sei du nur ehrlich, dass es eine echte Frage ist. Also nicht diese klassische, na, wie geht's, wo mich die Antwort gar nicht interessiert, sondern wirklich, hey, wie geht's dir? Wie geht's deinem Herzen? Also fragende Menschen sind nicht dumme Menschen, sondern fragende Menschen sind hilfsbereite Menschen. Das möchte ich dir heute mitgeben mit dieser Geschichte. Jairus hat ja dann auch noch erlebt, eben als Jesus dann in sein Haus kommt, obwohl er mittlerweile auch gehört hat, dass die Tochter gestorben ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte dir heute diese kurze Frage nochmal nahelegen. Bis Freitag.